übergebe das Wort an Nils Horstmeier und wünsche Ihnen jetzt einen sehr interessanten Abend. Nils? Vielen Dank, liebe Karin. Auch von meiner Seite ein ganz, ganz herzliches Hallo zum heutigen Webinar der NABU Internationalen Naturschutzstiftung. Wir diskutieren heute das Thema Nashornschutz in Aktion, Erfolge und Herausforderungen in Indien. Vielleicht haben Sie schon mal von unserer Hundestaffel gehört und anderen Projektelementen in Assam. Unsere Referentin ist auch heute wieder Frau Dr. Barbara Maas. Vielleicht haben Sie sie schon in unserem ersten Webinar zum Thema Elefanten gehört. Und es ist immer wieder eine Freude mit ihr, weil sie es schafft, sowohl Fachliches als auch Menschliches in einem Vortrag unterzubringen. Und ich freue mich vor allem auf die Diskussion mit ihr. Aber bevor wir einsteigen und bevor wir uns den Vortrag von Frau Maas anhören, möchte ich Sie einladen, erstmal mit uns eine kleine Umfrage durchzuführen. Das ist so ein bisschen eine Frage, um Sie abzuholen, um mit Ihnen schon mal in das Thema zu starten. Und Sie haben 30 Sekunden Zeit, um diese Frage zu beantworten. Und zwar, auf welchem Bild ist hier das indische Panzernashorn abgebildet? Ist es A, B oder C? Diese Nashörner sehen auf den ersten Blick sehr ähnlich aus. Aber wenn Sie genauer hinsehen, sich vielleicht ein bisschen auskennen, dann kommen Sie vielleicht auch hier auf die richtige Antwort. Sieht bisher so aus, als wenn die allermeisten hier wissen, wie das Panzernashorn aussieht. Gratulation. Ist die Umfrage beendet? Ich glaube ja. Ja, 100% Trefferquote. Also wir müssen feststellen, dass durchaus Vorwissen vorhanden ist. Das ist sehr erfreulich. Und auf den anderen Bildern zu sehen waren übrigens das Spitzmaulnashorn und das Breitmaulnashorn. Nur für Sie nochmal zur Info, also auch afrikanische Nashörner. Tatsächlich haben wir noch eine zweite Frage für Sie vorbereitet. Wenn das schon so gut lief, dann wollen wir das Niveau hier etwas steigern und Ihnen die Frage stellen, ist ein Nashorn schneller als ein Eisbär, ein Elefant oder ein Delfin? Wenn Sie der Meinung sind, ein Nashorn könnte bis zu 90 Kilometer schnell laufen. Ich nehme mal an, Schwimmen ist hier nicht gemeint, denn der Delfin schwimmt ja durchs Wasser. Dann wäre C die Antwort, schneller als ein Elefant oder eben ein Eisbär. Es ist schon mal erstaunlich, dass der Elefant 40 Kilometer pro Stunde läuft. So ein schweres Tier und dennoch solch eine Geschwindigkeit. Kann das Nashorn hier mithalten? Da ist zumindest nicht 100%ige Einigkeit, sehe ich hier, aber es gibt einen klaren Favoriten. Erstaunlich. Auch das scheint hier wieder die richtige Antwort zu sein. 83% haben gesagt, schneller als ein Elefant. Und das ist vollkommen richtig. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bis zu 45 Stundenkilometer schafft so ein Nashorn und ist damit schneller als der Elefant, schafft den Delfin aber nicht. Wäre nochmal interessant, was für ein Delfin das hier ist. Ist vielleicht ein Tümmler, nehme ich mal an. Oder vielleicht auch ein Maori-Delfin. Wer ihn noch nicht kennt, wir haben auch ein Projekt zum Maui-Delfin. Ich glaube, wir konnten Sie hier jetzt schon mal ein bisschen in Stimmung bringen. Sie sehen schon anhand unserer Fragen auch, wir wollen das hier ein bisschen lebhafter gestalten. Und wie gesagt, ist auch Frau Dr. Barbara Maas die Richtige. Barbara, vielleicht noch einige Fragen vor deinem Vortrag. Wir müssten dich hier noch einmal dein Mikrofon anschalten. Hallo erstmal Okay. Barbara. Ja, Grüß dich live hallo. zugeschaltet aus Großbritannien. Das Hallo geht in Europa. Hallo Europa. Ja, leider müssen wir das in diesen Tagen dann doch sagen. Der Brexit ist durch, aber wir arbeiten weiterhin gut zusammen. Barbara, vielleicht zu Beginn einmal die Frage, in welcher Zeit hast du die ersten Erfahrungen mit Nashörnern gesammelt und was waren das so für Eindrücke für dich? Also meine ersten Eindrücke mit Nashörnern kamen aus Afrika während meiner Zeit als Studentin in der Serengeti. Aber inzwischen, ja,
sehr selten in der Serengeti gewesen, immer noch. Und jetzt in jetzt natürlich bin ich ganz dick da mit den mit den Dickhäutern in Assam und habe sehr viel Zeit mit ihnen verbracht und sehr viel Aufwand dank der Stiftung aufbringen können, um ihnen zu helfen durch die Spenden, die wir bekommen. Und es ist wirklich was dabei rausgekommen. Und ich hoffe, dass ich Sie für diese Tiere begeistern kann durch diesen Vortrag. Denn ich wusste ursprünglich nicht so viel über Sie und habe mich ganz in Sie verliebt. Das ist schön zu hören. Und ich darf auch schon mal vorwegnehmen, dass du viele Bilder und auch einige kurze Videos im Gepäck hast, die das Ganze nochmal eindrucksvoll untermalen. Aber wir haben gleich noch genug Zeit zum Sprechen. Ich würde sagen, wir geben dir jetzt erstmal den Raum, deinen Vortrag zu halten, einen Eindruck zu geben über die Region in Assam, über Kaziranga, Pobitora, über die ganzen Schutzgebiete vor Ort. Und dann haben Sie auch im Nachhinein die Chance, Fragen zu stellen, beziehungsweise können Sie die Fragen auch direkt während des Vortrags stellen, wie Frau Karen Pelagamba gerade schon angedeutet hat, haben Sie so einen kleinen Button unten in Ihrem Zoom-Fenster, wo Sie Fragen stellen können. Die werden an uns weitergeleitet und ich werde versuchen, das so gut wie möglich zusammenzufassen und alle Fragen zu stellen, die aufkommen. Also vielen Dank auch hier für Ihre Teilnahme und Barbara, danke dir für deinen Vortrag. Ja, wollen wir mal Screensharing machen? So, ich hoffe, Sie können das sehen. Ja, okay. Also ich wollte erstmal so eine mit einer Folie eine kleine Einleitung geben, warum es uns überhaupt gibt. Unsere Hauptthemen sind unter anderem Klimawandel und Artensterben, die große Ausmaße genommen haben, wie Sie alle wissen. Und die Funktionsfähigkeit von Ökosystemen, von denen wir alle zum Überleben abhängen, untergraben. Und wir brauchen alle Platz, atembare Luft, sauberes Wasser und gesunde Nahrung, um Ernährungssicherheit, Gesundheit, Wirtschaft und Lebensqualität für uns zu erhalten. Und aus diesem Grunde widmen wir uns unseren Aufgaben. Ich möchte anfangen damit, die Einleitung zum Nashorn, dass im Zuge dieses großen Artensterbens und Artenschwundes, den wir im Moment erleben, aufgrund unserer des menschlichen Handelns, dass inzwischen 60% aller Riesenfranzenfresser vom Aussterben bedroht sind. Dazu gehören also die Elefanten, Nilpferde und Nashörner. Hier sind drei Beispiele. Sie sehen in den blauen Feldern die historische Verbreitung der Tiere und die kleinen roten Punkte, die beim Spitzmaulnashorn halt kaum noch zu sehen sind, ist das heutige Verbreitungsgebiet. Weltweit Nashornbestände, heute gibt es noch ungefähr 27.000 Nashörner von aller verschiedenen Arten. Davon sind knapp 23.500 in Afrika zu finden, in 14 Ländern. Und in Asien haben die Populationen natürlich schon sehr abgenommen. Hier gibt es Nashörner nur noch in 3 Ländern und 3.600 Tiere etwa. Woran liegt das? Das liegt daran, dass es Menschen gibt, die das Nashorn am Ende der Nase da Nashörner begehren. Und hauptsächlich durch diese Nachfrage hat sich seit 1970 der Bestand von Nashörnern weltweit um etwa 90% verringert. Alle Nashornarten sind aufgrund von Wilderei vom Aussterben bedroht. 3 Unterarten sind innerhalb des letzten Jahrzehnts bereits ausgestorben. Obwohl der nationale als auch der internationale Handel mit Nashorn illegal ist, also verboten ist. Ähm,
die Nashörner, der Handel mit Nashörnern, warum er so schwierig zu kontrollieren ist, ist, dass der illegale Handel mit Nashorn ist in den Händen internationaler Verbrechersyndikate, die ganze Welt umspannen, von Asien bis nach Afrika, von den Ländern, in denen die Tiere leben, bis in die Verbraucherländer. Und es ist so schlimm, dass besonders in Südafrika, das sich sehr für den Handel, für die Eröffnung des Handels in Nashorn einsetzt, immer wieder Vertreter der südafrikanischen Wildtierbranche als auch der Behörden, falsch geschrieben, darin in ihrem Invol in ihrer ja da involviert sind und überführt werden. Das Problem ist, dass leider nicht alle überführt werden. So, worum geht es eigentlich bei diesem Nashorn? Was ist ein Nashorn eigentlich, das Nashornhorn? Also die Hörner der Nashörner, das ist eine Röntgenaufnahme hier, bestehen durch und durch aus Keratin, sind nicht durchblutet, wachsen von dieser Basis, die Sie sehen hier vom Schädel, von den Knochen, aus wie ein Zahn. Und Keratin ist das gleiche Material, aus dem Ihre Haare, Ihre Zehen und Fingernägel bestehen. Und die wachsende Nachfrage nach Nashorn in Vietnam und auch China ist die Hauptursache für die gegenwärtige Krise. Das sind die beiden Hauptmärkte, Vietnam, China. In Vietnam wird Nashorn zur Behandlung einer breiten Palette von Beschwerden, von Kater bis zu Krebs, als Potenzmittel und natürlich auch als Statussymbol verwendet. Es ist allgemein in beiden Ländern ein teurer Luxusartikel, der von Käufern auf der oberen Mittelschicht als Ausdruck von Reichtum, Erfolg, Macht und sozialem Status und sogar als Investition verwendet wird. In China wird es auch immer noch für die traditionelle Medizin genutzt. Aber die Leute, die Syndikate, die das Nashorn vertreiben und mit den Wilderern unter einer Decke stecken, haben sich auch neue Märkte überlegt, damit sie noch mehr davon verkaufen können. So gibt es jetzt Nashorn-Schmuckstücke, Trinkbecher und andere Ziergegenstände, die man erwerben kann. So, jetzt möchten wir uns mit dem Panzer-Nashorn beschäftigen. Sie sind ja nun nicht die schönsten Tiere, aber wie gesagt, ich hoffe, dass Sie am Ende dieses Vortrags meine Liebe und Besorgnis für diese Tiere teilen und sie ins Herz schließen. Die Verbreitung des Panzernashorns, also weltweit gibt es noch etwa 3650 der Tiere in zwei Verbreitungsstaaten. Die meisten Tiere leben in Indien mit fast 3000. Der größte Teil, 80%, über 80% davon leben in Assam, im Bundesstaat Assam, der im Nordosten Indiens liegt. Und die Tiere kommen in vier Nationalparks vor. Kaziranga Nationalpark hat die meisten. Pobitura ist ein ganz kleines Gebiet, das hat die höchste Dichte von Nashörnern. Manas, da wurden alle Tiere fast umgebracht und da siedelt man die Tiere jetzt wieder an, nachdem die Schutzmechanismen dort aufgebaut wurden. Und in den drei Gebieten, wo Sie die Sternchen sehen, sind wir aktiv. Das Verbreitungsgebiet ist hier. Sie sehen also hier das historische Verbreitungsgebiet in das hellgraue Feld in Nepal und Nordindien. Und die Nationalparks Manas, Pobitura, Kaziranga und Orang, die kleinen blauen Punkte. Ich hoffe, das kann man sehen. Und in dem Vortrag jetzt möchte ich mich gerne auf Kaziranga, so die Hochburg des Panzernashorns, konzentrieren. Es gibt dort nicht nur Nashörner, sondern auch Elefanten, asiatische Elefanten, landschaftlich auch sehr schön, breite Abwechslung von Gebieten, von diesem dichten Dschungel, den Sie hier sehen, bis zu diesen Feuchtwiesen. Viele Vögel, ist ein Weltnaturerbegebiet. Ähm,
wollte Ihnen nur mal so einen kleinen Eindruck geben. So, und was tun wir? Das ist der nächste Teil dieses Vortrags. Was tun wir denn für die Nashörner? Und wir haben mehrere Ansätze, von der Wildereibekämpfung bis zum Schutz vor Hochwasser, um das Ertrinken der Tiere zu verhindern, zur Unterstützung von Rangern, Aufklärungsarbeit, dem Einsatz gegen die Wiedereröffnung des legalen Handels und die Reduktion von Nachfrage. Wenn Sie in Guwahati, der Hauptstadt von Assam, landen, im Flieger von Delhi, dann begrüßt Sie gleich diese Statue des Nationaltieres von Assam. Das Assam ist sehr stolz auf seine Nashörner. Und im Gegensatz zu Afrika hat Assam es geschafft, dass die Populationen langsam wieder ansteigen. So, der erste Punkt, den ich mit Ihnen besprechen möchte, ist und den ich Ihnen vorstellen möchte, ist die Wildereibekämpfung. Das sehen wir, wenn wir ein Nashorn sehen, aber leider sehen viele Leute das, wenn sie ein Nashorn sehen. Und dadurch kommt es dazu, hier ist ein toter Elefantenschädel und unten drunter ein Nashornschädel, der in Kasiranga ausgestellt ist zwischen zwei Bäumen. Und was ich vorhin schon angesprochen hatte, dass, wie gesagt, es ist jetzt inzwischen professionelles Poaching mit hochkalibrigen Waffen und speziell ausgebildeten Menschen. Sehen, wie sich das in den Jahren verändern hat, von jemand, der in Flipflops durch den Dschungel oder die Savanne wandert, bis zu einem paramilitärisch ausgebildeten Herrn mit einer automatischen Waffe. Es ist also eine Evolution der Wilderei, die wir hier leider beobachten. Große Geschosse werden angewendet und dagegen zu halten, haben wir seit 2016 im indischen Bundesstaat Assam eine engagierte und hochqualifizierte Spürhundestaffel zur Bekämpfung der Wilderei aufgebaut und unterstützen sie weiterhin, um Waffen, Verstecke und Schmuggelware aufzuspüren. Es fing ganz klein an, buchstäblich hier mit diesen Hündchen, die aufgezogen wurden und langsam trainiert wurden. Ganz spielerisch, das Training der Hunde ist nicht auf Dominanz angebaut, sondern nutzt einfach das normale Verhalten der Tiere, um sie spielerisch zur Fährtensuche zu ermuntern. Und die Rasse, und da komme ich gleich dazu, eignet sich dafür besonders gut. Wir hatten einen ganz tollen Ausbilder, ein Mitglied der ursprünglich englischen Spezialeinheit, der dafür Hunde ausgebildet hat, sodass unser Hundeführerteam international anerkannte Zertifikate inzwischen erwerben konnte. Das Team muss natürlich von A nach B, deswegen haben wir zwei Hundetransporter auch gestellt, damit die Tiere über weite Strecken können und auch mit dem Geländefahrzeug auch innerhalb der Nationalparks sich bewegen können. Ich wollte Ihnen jetzt die Rasse vorstellen, das sind belgische Schäferhunde. Leider diese Folie auf Englisch, wenn Sie mir das verzeihen, ich übersetze es gerne. Die Tiere sind zwischen 20 Kilo für Weibchen, leichte Weibchen bis zu 30 Kilo für große Männchen schwer. Sie werden sehr schnell, schneller als ein Nashorn, was natürlich auch gut ist, wenn man sich trifft. Sind hochintelligent, loyal, haben eine sehr gute Nase, sind furchtlos und haben einen starken Jagdtrieb. Arbeiten für etwa 8 Jahre, sodass wir jetzt eine gut ausgebildete Hundeteam hier haben, das Ranger dabei unterstützt, den Wilderern hinterherzustellen.
Wie Sie sehen, ist das Terrain nicht immer das Einfachste. Sie müssen sich das vorstellen, noch bei 35, 38 Grad Hitze und 90% Luftfeuchtigkeit bewegt man sich. Und nicht nur in der freien Wildbahn, sondern auch wenn nach Wilderern gesucht wird, dann wird auch in Dörfern und Städten gesucht, wenn die Tiere eine Fährte aufgenommen haben. Das heißt, die Hunde müssen auch an Menschen gewöhnt sein. Und wenn man so in der freien Wildbahn Patrouille macht, dann begegnen einem auch ab und zu die Tiere, die man schützt. Auch dann, wenn man sie nicht gerade sucht, wie zum Beispiel hier dieses Nashorn auf einer Brücke in Pobitora und hier ein Tiger. Das macht den Leuten sehr viel Spaß hier. Die Hunde sind auch trainiert im Schnüffeln von, Ausschnüffeln von Sprengstoff, von Waffen und natürlich von Nashorn- und Tigerprodukten. Und auch die Pandemie hat die Hundestaffel nicht gestoppt, weil die Poacher hören auch nicht auf mit ihren Aktivitäten. Also können wir uns nicht stoppen lassen, sodass das Patrouillieren weitergeht. Und wenn ein Wilderer gestellt wird, hier, das ist also gestellt jetzt im Training, hier ist der Wilderer und Sie sehen, hier wird der Hund abgeklippt von seiner Leine. Wenn der Wilderer nicht stehen bleibt, wird ein Warnruf gegeben, bleiben Sie bitte stehen. Und wenn die Leute da nicht stehen bleiben, wird der Hund losgelassen. Und Sie sehen hier den Wilderer, der einer vom Team ist, dem der Hund dann hinterher wetzt. Das Verhältnis zwischen Hundeführern und Hunden ist sehr gut. Die Hunde und Hundeführer leben zusammen und arbeiten zusammen, spielen zusammen und dann ist abends auch mal Ruhe und dann guckt man Fernsehen und spielt zusammen. Sodass also unser Hundeteam hier, die Ranger in Kasiranga und auch Pobitora und Orang anführt. Das ist unser Team. Hier freuen sie sich alle, weil sie neue Ausrüstung bekommen haben. Und das Training war zu Ende. Und ich bin sehr stolz auf diese Menschen, die ihr Leben dem Schutz dieser Nashörner und natürlich auch der Tiger widmen. Und wir dieses Bild summiert das Ganze vom Anfang von winzigen Welpen zu diesen kleinen jungen Hunden, zu diesem Team für diese Tiere. Dann habe ich gesagt, Kasiranga liegt in der Ebene des Brahmaputra, der jedes Jahr um diese Zeit jetzt gerade Überschwemmungen hervorruft, in dem leider jedes Jahr viele Tiere ertrinken. Die Tiere suchen sich dann höher gelegene Inseln, die zum Teil künstlich von der Nationalparksverwaltung erstellt wurden. Wie Sie sehen, Nashörner sind normalerweise Einzelgänger, aber sie werden dann auf diese höher gelegenen Inseln, früher Hügel, zusammengedrängt, was natürlich dann für die Wilderer einen besonderen magnetischen Anziehungskraft auswirkt. Das heißt, das Risiko ist sehr viel größer. Gleichzeitig ist der Park natürlich, wenn er unter Wasser steht, sehr viel schwieriger zu patrouillieren. Dazu kommt, dass es dann zu Autounfällen kommt, wenn Tiere eine Schnellstraße, die Kasiranga von einem Hügelgebiet trennt, überqueren. Und deswegen ist das Team auch dann aktiv und ist Tag und Nacht mit den Rangern an der Straße, um den Verkehr zu kontrollieren, damit die Leute langsam fahren. Gleichzeitig haben wir auch einen mobilen Ranger-Post gespendet, mit dem Ranger, deren zu Hause überflutet wurde oder dessen Station überflutet wurde, jetzt überall im Park hin kann und dort auch übernachten kann und sich mehrere Tage in besonders risikoreichen Gebieten aufhalten kann. Auch das Hundeteam ist weiterhin per Boot unterwegs.
Und Sie sehen hier Pobitura, das ist Nirmal, hier einer unserer Hunderführer, hat uns das geschickt, die Überflutung von im Gebiet von Pobitura Nationalpark. Da gibt es ungefähr 102 Nashörner. Hier sehen Sie Pobitura, da haben sich vor der Überflutung die Nashörner haben sich hier zur Parkverwaltung gerettet, dieses Muttertier mit dem Kleinen jetzt schon im zweiten Jahr. Und dann wollte ich Ihnen dieses kleine Video zeigen, weil wenn die Überschwemmung länger dauert, stirbt die Vegetation und die Tiere haben dann auch Hunger, Futternot, sodass die Ranger hier Gräser schneiden und die Nashörner dann auch füttern, damit sie durch diese Periode durchkommen. Wir unterstützen Ranger auch mit Ausrüstung. Das sind die Ranger, ein Teil der Ranger, die in Pobitura arbeiten. Insgesamt sind es 160 Ranger. Die wurden alle mit Feldausrüstung ausgestattet. Stiefeln, Taschenlampen, Regenjacken, Windjacken, Kappen, Ferngläsern und so weiter. Haben dann ein Gruppenfoto gemacht. Ranger in Kasiranga hier auf dem Weg für zu ihrem Ranger Post zu Fuß. Sie leben in Ranger Posts wie in Ranger Stationen wie diesem hier. Sie sehen auf Stelzen wegen des Hochwassers oder auch ein paar Tage lang in diesen Hütten, die auf Holzstelzen sind. Also komfortabel ist es nicht. Wir haben auch Motorräder gestellt für die Polizei, die ebenfalls mit der Forstbehörde den Wilderern hinterherstellt. Wir haben insgesamt 5 Motorräder gestellt und wir kümmern uns auch um verletzte Ranger und auch Familien, deren Familienmitglieder getötet wurden, entweder durch Wilderer oder, wie es leider manchmal passiert, wie im Falle dieses Mannes, der von einem Nashorn überrascht wurde, als er auf Patrouille war, und sehr schwer verletzt wurde und nie wieder richtig gehen kann. Und über 6.000 Euro Krankenhauskosten hatte. Und da konnten wir unter die Arme greifen. Und es war, was natürlich sehr befriedigend ist, weil diese Leute verdienen pro Monat nicht viel Geld. Die wären in ihrem ganzen Leben nicht fähig, das abzuzahlen. Wir arbeiten mit einer Organisation in Assam zusammen, deren Leiter ist Dr. Bibab Talukta, der auch gleichzeitig der Vorsitzende der asiatischen Nashorn-Gruppe, Spezialistengruppe der IUCN ist. Und er hat uns gestern geschrieben, dass wir freuen uns über die Unterstützung von NABU International, denn sie ist eine große Hilfe, um den Schutz von Wildtieren, insbesondere von Nashörnern, zu erleichtern. Sie hat dazu beigetragen, die Effektivität der Forst- und Polizeibeamten erheblich zu verbessern. Heute ist Welt-Nashorn-Tag und es wurden hier in der größten Verbrennung ihrer Art, die es jemals gegeben hat, 2479 Nashörner verbrannt, die konfisziert worden sind über viele Jahre. Wenn Sie sich erinnern, es sind also mehr Nashörner, als es heute in Kasiranga gibt. Der Minister des Bundesstaates sagte bei der Zeremonie, dass das Panzernashorn ist nicht nur ein wesentlicher Bestandteil unserer Zivilisation, sondern auch ein Symbol für unser geschätztes Kulturerbe und unsere Identität. Wir wurden auch eingeladen, einen kurzen Beitrag zu leisten bei dieser Veranstaltung. Und das bringt mich zum Ende meines Vortrags. Ich möchte Sie gerne mit diesen Eindrücken der Verbrennung von heute Morgen in Indien lassen und freue mich dann auf die Diskussion. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, liebe Barbara. Wie angekündigt, ein sehr auch visueller Vortrag hier für Sie mit vielen Eindrücken und sicherlich zum Schluss nochmal dieser auch
symbolischer Ausklang. Tatsächlich Aufnahmen von heute wurden dir heute zugespielt aus Indien, die Verbrennung von Nashornhörnern, um es hier mal korrekt auszudrücken. Und ja, eine ganze Menge, was da jetzt in kurzer Zeit rumkam. Vielen Dank für den ansprechenden Vortrag, liebe Barbara. Und natürlich haben wir jetzt hier auch Fragen von Ihnen gesammelt. Noch kurz für Sie zur Information. Wir bekommen diese Fragen zugespielt. Wir haben dabei aber nicht Ihre Namen und Personalien. Das ist auch aus Datenschutzgründen so. Wenn Sie also gerne möchten, dass Ihr Name genannt wird, dann haben Sie noch die Möglichkeit, dahinter zu schreiben: Ich bin übrigens der Johannes oder die Johannita. Und dann können wir das auch gerne nennen und sind da auch gerne bereit. So, ich versuche jetzt mal die Fragen hier so ein bisschen vom Allgemeinen zum Spezifischen hinzustellen. Und bei allgemeinen Fragen habe ich hier eine Frage von Christopher, 11 Jahre, das ist tatsächlich mitgeschrieben worden. Warum gibt es weniger Nashörner in Asien als in Afrika? Hallo Christoph, danke für deine Frage und danke, dass du dabei bist. Ich wünsche dir einen schönen Nashorntag. In Asien ist natürlich sehr viel näher dran an den Märkten. Dort, wo die Nashörner gebraucht werden. Dazu kommt, dass Asien auch der am dichtesten von Menschen besiedelte Kontinent ist. Das heißt, es gibt dort weniger Platz inzwischen als in Afrika. Und da mit diesen beiden Dingen hat es leider was zu tun, also Lebensraumverlust und Nachfrage. Ja, vielen Dank auch, dass du dabei bist, lieber Christopher. Mit 11 Jahren ist das sehr löblich, dass du nicht zu Hause sitzt und Fortnite spielst, sondern unser Webinar dir anschaust und ich etwas lernst. Ach, da kommt auch kurz was zu sehen. Das ist so ein bisschen versteckt hier. Lieber Gruß vom Rhino, vom Rudi Rhino. Dafür ist er fast schon zu alt, aber obwohl, wer ist für Nashorn-Kuscheltiere jemals zu alt? Ich würde jetzt auch gerne weiter mit den Fragen, die uns hier vorliegen. Hier ist eine Frage zu den natürlichen Feinden von Nashörnern. Wir haben ja jetzt sehr viel von dir gehört zu den menschlichen Herausforderungen. Indirekt kam ja vielleicht auch so ein bisschen noch der Klimawandel mit vor, der vielleicht auch hier so eine verstärkende Wirkung auch auf diese Hochwasser hat. Dann natürlich die Wilderei, die dann in Zeiten von Überschwemmungen nochmal zunimmt. Wie sieht es denn aus mit anderen Tieren, mit natürlichen Feinden von Nashörnern? Sind sie damit durch ihre dicke Haut und ihr Horn ausreichend geschützt oder müssen sie da auch etwas befürchten? Nein, also wir sind die eigentlich für erwachsene Nashörner fast die einzigen Feinde. Kälber werden manchmal, also Tiger versuchen es manchmal, Kälber zu reißen und sicher funktioniert das manchmal auch. Aber man muss sich dann als Tiger das genau überlegen, weil man sich mit der Mutter anlegen muss. Und das ist für Tiger so wie für, oder für Löwen auch, wie für alle anderen Raubtiere. Wenn ein Raubtier verletzt ist, stirbt es, weil es dann nicht mehr jagen kann. Es ist also fast fair zu sagen, wir sind die einzigen Feinde des Nashorns. Von Ausnahmen mal abgesehen, ja, wo ein Kalb, wo irgendwelche unglücklichen Zustände zusammenkommen und die Mutter nicht schnell genug ist oder so weiter. Ja, aber eigentlich sind wir die einzigen Lebewesen, um das das Nashorn sich Sorgen machen muss. Ja, schon schade, dass wir uns das auf die Fahne schreiben müssen, aber Lebensraumzerstörung und Wilderei haben da schon einiges angerichtet. Du hast ja auch sehr eindrücklich die Wilderei beschrieben und auch einige Bilder dazu gezeigt. Nun ist die Antwort, die die Stiftung gibt und die wir natürlich jetzt auch in dieser Form unterstützen, die Hunde, die im Einsatz sind. Eine Frage ist, ob auf die Hunde auch geschossen wird. Was für ein Risiko setzen wir denn den Hunden aus? Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich ist es so, wenn Wilderer gesucht werden oder wenn patrouilliert wird, ist der Hundeführer mit dem Hund immer vorne. Die Ranger, wir sind nicht bewaffnet. Wir unterstützen die Ranger, die bewaffnet sind.
und die Ranger folgen der Nase des Hundes. In dieser Situation ist der Hund der Chef und alle folgen dem Hund und seiner Nase. Und das wissen natürlich auch die Wilderer. Und dadurch sind sowohl die Hundeführer als auch die Hunde einem besonders hohen Risiko ausgesetzt. Denn wenn der Hund nicht mehr da ist, wissen auch eventuell die Ranger nicht, wie es weitergehen soll. Deswegen bemühen wir uns darum, schuss- und stichsichere Westen, sowohl für Hundeführer als auch für die Hunde nach Indien zu bekommen. Aber leider ist es so, dass wir im Moment wegen der Pandemie, ist das nicht möglich, schicken können wir sie nicht. Wir müssen die im Gepäck mitnehmen. Aber das steht auf unserer Liste ganz oben, um das Team sowohl vom Training her als auch von der Ausrüstung her so sicher wie möglich zu machen in einer Situation, bei der es immer ein Restrisiko gibt. Bisher, klopfen wir auf Holz, ist es noch nicht zu Verletzungen gekommen, aber dieses Risiko besteht und sowohl die Ranger als auch die Hundeführer sind sich dessen bewusst. Was ich einmal beeindruckend finde, sind auch die Bilder und Videos, die manchmal jetzt für uns intern zu sehen ist, die Aufschluss geben über die Beziehung zwischen Hundeführer und Hund. Da kannst du vielleicht auch noch mal etwas zu sagen. Also es ist nun nicht so, dass das reine Einsatzhunde sind, die auf eine unmenschliche Art gehalten werden, sondern es ist tatsächlich auch eine richtig starke Beziehung, die dort zwischen Hundeführer und Hund besteht, oder? Ja, also Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Hundeführer leben mit den Rangern also wie in einer Kaserne. Die haben dort ihre eigenen Räumlichkeiten, die sind sehr einfach. Und die leben dort mit ihren Hunden und haben mit keinen anderen Wesen mehr Kontakt als mit ihren Hunden. Die Hunde wurden trainiert, und das war mir persönlich und auch der Stiftung sehr wichtig, werden nach den neuesten Trainingsmethoden trainiert. Das basiert nicht auf Dominanz, sondern, wie ich vorhin schon kurz angesprochen hatte, nutzt den natürlichen Instinkt der Tiere auf spielerische Weise. Und die freuen sich so, wenn sie arbeiten dürfen. Beim Training wird manchmal ein Hund nach dem anderen trainiert und die anderen sitzen im Auto mit der Klimaanlage an, damit es ihnen nicht zu heiß wird. Wir sind draußen in der Hitze und schwitzen und arbeiten und die toben im Auto und wollen mitmachen. Ja, das ist für sie also eine Freude, wenn sie trainieren und üben dürfen. Sie werden auch nicht mit Futter belohnt. Es hat nicht geklappt, hat sie nicht interessiert, sondern mit so aus Leder, so Beißwürstchen nennen wir das, auf denen sie rumbeißen und mit denen dann gezerrt und gespielt wird als Belohnung. Die Hundeführer sagen alle, und das merkt man, wie die sich um sie kümmern, sie lieben ihre Hunde. Sie lieben ihre Hunde und das ist besonders deswegen erstaunlich, weil anfänglich haben sich einige dieser jungen Männer um die Stelle beworben, einfach weil sie einen Job brauchen. Und sind jetzt durch diese Arbeit, durch diesen Einsatz und dadurch, dass sie dieser Problematik ausgesetzt sind, zu überzeugten Natur- und Nashornschützern geworden, die es persönlich nehmen, dass man versucht, die Wildtiere und insbesondere die Nashörner zu töten und sind mit Leib und Seele dabei. Deswegen versuchen wir uns halt wir haben Ausrüstung, die beste Ausrüstung. Wir bezahlen die Leute ordentlich. Wir wollen, dass sie sicher sind, dass es ihnen gut geht. Und dass sie für dieses große Risiko, dass sie jeden Tag 24 Stunden am Tag ohne Wochenende auf sich nehmen, erstmal respektiert werden und dann auch und geschützt sind, sodass sie
dass das Restrisiko so klein wie möglich gehalten wird. Und ich muss auch sagen, ich für mich sind das alles wie meine Brüder und Brüder oder meine Söhne. Es ist ein ganz nettes Verhältnis auch zwischen uns. Und ja, mir macht das deswegen auch sehr viel Spaß, in diesem Projekt zu arbeiten. Ja, und ohne Ihre Unterstützung wäre das nicht möglich. Also vielen Dank. Und wenn Sie die Gesichter von den Männern sehen würden, diese jungen Männer, die sind alle zwischen Anfang 20 und Mitte 30, wenn Sie die sehen, wenn Sie Ihre neue Ausrüstung bekommen und wir Ihnen erzählen, da sind irgendwelche Leute in Deutschland, Mitglieder der Öffentlichkeit, die sich um Nashörner kümmern und die Ihnen durch die Finanzierung dieses Projekts möglich ist, die sind ganz gerührt. Die sind ganz gerührt, dass sich jemand für sie interessiert und auch für die Nashörner und sind dankbar dafür, obwohl wir eigentlich ihnen dankbar sein müssten, weil sie sich halt so einsetzen. Ja, es ist tatsächlich ein Einsatz für die Nashörner dieser Welt und auch für das Erbe dieser Welt. Um nochmal den Nashörnern zu bleiben, eine Frage ist hier jetzt in verschiedener Form sogar zweimal gestellt worden und da geht es um GPS-Technologie und da wird gefragt, ob Nashörner auch besendet werden und auch wenn Nashörner ausgewildert werden in Indien, werden sie dann mit Peilsendern versehen? Wenn ja, wie funktioniert das und wenn nein, warum nicht? Die Nashörner werden nicht mit Sendern versehen. Man kann nämlich relativ leicht rausfinden, wenn es keine Satellitenhalsbänder sind, kann man die Frequenz rausfinden, dadurch, dass man probiert, so wie sich manche Leute es schaffen, ins Polizeiradio reinzuhören. Die werden nicht besendet, die werden so gut bewacht und auf die wird so gut aufgepasst in Manas, wo es ja jetzt knapp unter 50 gibt, dass die werden ganz langsam rausgelassen, zuerst in einem eingeschlossenen Gebiet, in einem eingeschlossenen, wie ein Zwinger, ich weiß gar nicht mehr, wie man da auf Deutsch überhaupt sagt, damit die nicht einfach wie wild in der Panik dann wegrennen. Und dann wird nach Wochen die Tür aufgemacht, sie werden aber weiterhin gefüttert und so langsam gehen sie dann von sich aus raus und da wird auf jedes einzelne Nashorn auch ohne Sender aufgepasst. In Afrika ist es oft anders. Aber im Gegensatz zu Afrika schafft es Indien natürlich erstens mal strikt gegen irgendwelchen Handel von Nashorn zu sein und schafft es auch mit weniger finanziellem Aufwand die Nashörner zu schützen, weil die Korruption bei den Behörden in Asien, in Indien weniger ist und weil es diesen nationalen Stolz gibt für das Nationaltier. Ja? Wird da die Stirn gerunzelt, wenn jemand sich an die Nashörner ranmacht. Das ist ein ganz anderes Verhältnis zur Natur, als man das leider zum Beispiel in Südafrika sieht. Südafrika ist ein ganz gutes Stichwort für die nächste Frage. Diese Frage ist erstmal verbunden mit einem Lob. Tolles Webinar und lobenswertes Engagement. Vielen Dank an dieser Dankeschön. Stelle. Und dann geht es um eine Entwicklung, die ich jetzt auch mit Südafrika in Verbindung bringe. Ist die radioaktive Markierung der Hörner eine wirksame Maßnahme? Und haben Sie einen neuesten Kenntnisstand zu dieser Entwicklung? Das würde mich auch mal interessieren. Ja, also in Südafrika hat man sich ich möchte mal anfangen, also ganz am Anfang in den 70er Jahren, als der Nashornhandel verboten wurde, der internationale Nashornhandel, da haben die südafrikanischen Staaten inklusive Südafrika sich dagegen gestemmt und gewehrt, dass der internationale Handel mit Nashorn verboten werden soll durch das Washingtoner Artenschutzabkommen. Und seither haben sie immer wieder versucht, dieses Handelsverbot aufzulösen. Es ist sogar so, dass verschiedene Privatleute in Südafrika Nashörner züchten, wie Hühner, in der Hoffnung, dass sie den Nashörnern abgesägt wird, irgendwann mal auf den Markt werfen dürfen.
Da gibt es also, und weil sich leider die Korruption nicht ausrotten lässt in Südafrika, so wie die Konstellation im Moment ist, versucht man verzweifelt mit allen möglichen Mitteln so zu tun, als würde man das stoppen. Dazu gehört die Färbung von, also die Vergiftung von Nashörnern, die Besenderung, das Absägen der Nashörner. Jetzt das Letzte ist das Radioaktive. Man schmeißt so viel Technik dran. Was man eigentlich braucht, sind korruptionsfreie Ranger, korruptionsfreie Behörden und ein richtiger Wille für den Schutz der Tiere. Das braucht es und die Erkenntnis, dass der illegale Handel, dass der Handel in Nashorn, wenn er wieder eröffnet wird, das Ende aller Nashörner bedeuten würde. Bei der letzten CITES, bei dem letzten Washingtoner Artenschutzabkommen-Treffen gab es dazu auch eine Riesendiskussion. Da gibt es also Leute, die haben ein paar tausend Nashörner, die möchten sie gerne verkaufen und die stellen sich wie das Nashorn möchten sie gerne verkaufen. Und sie sagen, wir können dadurch den asiatischen Markt abdecken und dann hört die Wilderei auf, weil dann brauchen die Leute ja kein wildes Nashorn mehr zu kaufen. Und dann hört die Wilderei auf und alles ist gut. Und so auf den ersten Moment hört sich das vielleicht plausibel an. Und dann haben wir hier bei der Stiftung mal kurz den Taschenrechner rausgeholt und haben mal kurz durchgerechnet, wie viel Nashorn gibt es denn überhaupt auf der ganzen Welt heute noch? Und ich habe die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, aber was ist die kleinste Dosis, die in Asien für medizinische Zwecke genutzt werden würde? Und das sind 3 Gramm, 3-mal. Und wenn, es war also irgendwie so, dass wenn 3% aller Erwachsenen in China und Vietnam 9 Gramm einmal benutzen, sind alle Nashörner der Welt weg. Ja? Und das wäre eine Behandlung von 3 Gramm. Das würde man in einer Woche gebrauchen, wenn Sie sich mit chinesischer Medizin auskennen. Dauert die Behandlung sehr viel länger als eine Woche. Das heißt, wir haben also hier das Bestmögliche, selbst im bestmöglichen Falle, wenn sich irgendwelche reichen Leute in China oder besonders Vietnam sich das Nashorn, nicht so ein halbes Nashorn oder ein paar Kilo Nashorn als Investition oder als Statussymbol hinstellen, sondern wenn sie nur eine winzige Menge nutzen, sind alle Nashörner weg. Das heißt, es gibt also auf der ganzen Welt nicht mehr genug Nashörner, um die Nachfrage in Asien zu decken. Deswegen würde die Öffnung des internationalen Handels für Nashornhorn ein Todesurteil sein für Nashörner. Und wir stemmen uns deswegen mit aller Kraft auf politischer Ebene, international aus, auch in Europa, gegen diese Bemühungen. Rechnet sich nicht. Ja, bleiben wir ganz kurz beim Thema TCM, Medizin. Ich stelle jetzt einfach mal im O-Ton die Frage. Diese TCM-Medizin in China ist mir unerklärlich. Da sind doch sicher Verhandlungen mit der Regierung in China geführt worden. Oder, um die Frage vielleicht nochmal allgemeiner zu fassen, wie läuft das mit Verhandlungen auf politischer Ebene und wie lässt sich überhaupt etwas in Richtung traditioneller Medizin erreichen? Ja, also offiziell wurde Nashornhorn aus der Liste, der Tierliste, die für medizinische Zwecke traditionell in China genutzt werden, schon lange entfernt. Das heißt, der Handel, den es gibt, ist illegal und die Nachfrage ist illegal. Es kann natürlich, so wie es in Südafrika es Leute gibt, die aktiv den Handel trotzdem weiterhin betreiben wollen und zum Teil auch ganze Nashörner nach China exportieren, damit man ihnen dort das Nashorn abbauen kann.
Und auch Jagdtrophäen vor einiger Zeit kamen irgendwelche Leute aus Vietnam oder China, die noch nie ein Gewehr in der Hand haben. Wollten dann nach Südafrika, weil Jagdtrophäen ausgenommen sind, und haben sich dann ein Nashorn geschossen und haben dann das Horn mit nach Hause genommen. Nicht, weil sie die Trophäe wollten, sondern weil sie das Nashornhorn wollten. Und es gibt natürlich Verhandlungen mit der chinesischen Regierung, auch mit der Regierung in Vietnam, dass strenger durchgegriffen wird. Da kommen sie gegen zwei Probleme an. Erstens haben die andere Prioritäten. Zweitens gibt es starke, laute Stimmen in beiden Ländern, die sagen, das ist Teil unseres Kulturerbes, redet uns da nicht rein. Und dagegen muss man natürlich ankommen. Deswegen ist ein Ansatz, den wir jetzt demnächst versuchen wollen, ist mit China, mit Vietnam und anderen Verbraucherländern an die Nachfrage, eine Nachfragereduktionskampagne zu machen. Diese Länder sind hauptsächlich von Buddhisten bewohnt. Und wir haben mit der buddhistischen Leitung in diesen Ländern arrangiert, dass man durch alle Klöster eine offizielle Kampagne führt, die alle Gläubigen dazu aufruft, nicht nur Nashornprodukte nicht mehr zu nutzen, sondern auch andere Wildtierprodukte nicht mehr zu nutzen. Das steht uns jetzt bevor. Das ist eine der nächsten Initiativen. Weil, ich weiß nicht, ob Sie das Zitat kennen, die Wissenschaft zeigt, dass wenn man wissenschaftliche Fakten zeigt, dass das nichts nützt. Man muss irgendwie an die Werte der Menschen dran, in der Hoffnung, dass sie ihr Verhalten ändern. Auf Papier ist alles okay. Der nationale Handel in China und Vietnam ist verboten. Der internationale Handel ist verboten. Aber trotzdem gibt es die Nachfrage. Deswegen ist jetzt der nächste Ansatz, die Nachfrage irgendwie zu minimieren. Eine weitere Ebene, die sich da auftut, die Nachfrage des Wildtierhandels und sicherlich auch hier ein spannendes Feld. Also so viel auch nochmal zum politischen, ökonomischen Umfeld. Auch das eine ganz eigene Welt für sich. Hier ist nochmal eine Frage, eher vielleicht ja auch zur Eindämmung des Angebots. In deutschen Zoos werden inzwischen teilweise die Hörner entfernt, auch die Stoßzähne von Elefanten und zum Teil auch durch eine Prothese ersetzt. Wäre das auch eine Maßnahme für Indien und die indischen Nationalparks? Was meinst du? Ja, in Indien ist es ja so, dass dieser internationalen Zusammenarbeit zwischen den Spendern und uns und unserer Partnerorganisation und den Forstbehörden und der Polizei in Indien sind die Nashörner ja geschützt. Aber sobald man dort den Daumen rauf runternimmt und den Druck reduziert, geht das los. Und trotzdem werden natürlich immer noch Nashörner weiterhin getötet. In Südafrika hat man und in Simbabwe hat man zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass Wilderer Nashörner weiterhin töten, selbst wenn nur ein kleines bisschen Horn noch übrig ist. Das hat verschiedene Gründe. Erstens, weil Nashorn Gramm für Gramm wertvoller ist als Kokain auf dem Schwarzmarkt. Und zweitens, wenn man tagelang oder stundenlang oder eine Nacht lang einem Nashorn hinterher spürt als Wilderer und dann merkt, es hat kein Horn mehr, dann erschießt man es, weil dann ist es weg und dann braucht man diesen enthornten Nashorn, verschwendet man seine Zeit nicht mehr damit. Ja? Also das klappt auch nur bedingt. Außerdem brauchen Nashörner haben Hörner, weil sie brauchen. Zum Beispiel, also weniger zum Kämpfen jetzt im Falle von indischen Nashörnern, sondern zum Ausgraben von Wurzeln und solchen Sachen. Und auch natürlich, wenn ein Tiger angreift, verteidigen die Mütter auch ihre Kälber damit. Das heißt also, dann wird man ein Problem lösen und macht ein anderes auf.
Also so einfach ist das nicht mit dem Entfernen des Horns. Das löst das Problem nur bedingt. Natürlich ist es besonders aussagekräftig, dass sogar Nashörner in Zoos und Nashorn-Ausstellungen in Museen jetzt zum Beispiel schon attackiert werden und denen das Horn abmontiert wird. Das heißt also, jedes Nashorn, das irgendwo rumläuft, hat einen Preis, einen Kopfpreis. Und ohne Schutz sind sie dem zum Aussterben verurteilt. Und deswegen setzen wir uns ein. Ja, an dieser Stelle noch einmal vielen Dank für die wirklich vielen Fragen und das Lob, was wir hier bekommen. Seien Sie sicher, also alles, was Sie schreiben, kommt bei uns an. Nur für den Fall, dass wir insgesamt mit der Zeit nicht hinkommen sollten, alle Fragen zu beantworten, bieten wir Ihnen gerne an, eine schriftliche Antwort nach dem Webinar noch zu leisten. Wir sind aber eigentlich noch ganz gut in der Zeit, haben noch ein bisschen Zeit, hier Fragen zu beantworten. An dieser Stelle würde ich mir erlauben, einige Fragen so ein bisschen zusammenzufassen. Es gibt nämlich hier einige, die fragen, welche Rolle hat eigentlich der Staat, ich würde mal sagen, oder die Staaten steht hier, oder der Staat Assam oder Indien im Artenschutz, im Nashornschutz. An welcher Stelle wird zusammengearbeitet? Und verbunden noch mit einer anderen Frage, sind die Rangerinnen, die Ranger beim NABU angestellt? Beziehungsweise gibt es überhaupt Rangerinnen? Gibt es weibliche Ranger in Indien? Ja, es gibt ein paar. Es gibt weniger, weniger als in Afrika, aber es gibt einige weibliche Rangerinnen, die sind alle staatlich angestellt bei der Forstbehörde, das heißt Forest Department in Indien. Entschuldigung, entschuldigen Sie bitte. Sind alle staatlich angestellt, nicht bei uns. Die Hundeführer werden allerdings sind durch unsere Partnerorganisation in Indien angestellt und beziehen so ihr Gehalt, das wir bezahlen, das wir spenden, so wie ihre Ausrüstung, die Autos, Veterinärkosten für die Hunde, tierärztliche Kosten, Futter für die Hunde und so weiter. Also das bezahlen wir alles, aber können wir ja von hier aus nicht managen. Deswegen haben wir dort sehr verlässliche Partner. Sie haben Herrn Dr. Talukta vorhin gesehen, der sein Leben auch der Erhaltung dieser Tiere gewidmet hat und eine Koryphäe ist in diesem Bereich. Und da gibt es natürlich dann eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen den staatlichen Behörden. Das ist die Wildtierbehörde, die Polizei. Beide kümmern sich um die Bekämpfung von Wilderei und den gemeinschaftlichen Organisationen wie uns und der Stiftung. Das heißt also, wenn ich nach Kasiranga fahre, treffen wir dann auch den Nationalparkschef, der das leitet. Wir haben auch schon mit dem Chef von Pobitora gearbeitet, vor allen Dingen, als wir einen Ranger besucht haben, der sehr schwer verletzt wurde, einen sehr schweren Beinbruch hatte im Krankenhaus. Da ist dann Herr Taluk da gemeinsam mit mir und dem Nationalparkschef ins Krankenhaus gefahren. Also es gibt da, man kennt sich, man schätzt sich und jeder hat eine eigene Funktion. Aber das letzte Wort darüber, was, wann, wo passiert, hat die staatliche, die Staat, haben die staatlichen Behörden, das heißt die Polizei und die Wildtierbehörde, die wir unterstützen durch Ausrüstung, durch die Hundestaffel, das Hundeteam und so weiter. Handgläser und so weiter. Wir bleiben bei den Rangern. Du hast ja auch in deinem Vortrag schon eindrücklich gezeigt, dass das eben auch ein sehr gefährlicher Beruf ist und da auch durchaus Todesfälle und Verletzungen möglich sind. Eine Frage zu den Rangern ist, wie hoch ist eigentlich die Nachfrage in der Bevölkerung, sich als Ranger ausbilden zu lassen, ein Ranger zu sein? Ist das ein attraktiver Beruf oder ist das eher schwierig, da überhaupt Leute zu finden? Ich glaube, es gibt, einfach weil es eine Anstellung ist mit staatlichen, also manche Leute fangen halt wie unsere Hundeführer an und wollen einfach einen Job, ja, und einfach einen Job haben und werden dann Ranger.
Und dann manche, wie das in allen beruflichen Branchen ist, manche Leute sind dann mit Herzblut dabei und andere machen es halt von 9 bis 5 oder 4, je nachdem, ohne sich besonders einzusetzen. Wie groß die, Bereitschaft ist in der Bevölkerung, kann ich nicht beantworten, weiß ich nicht. Tut mir leid, aber ich kann Ihnen sagen, dass pro Quadratkilometer Indien sehr viel mehr Ranger anstellt, als das zum Beispiel in Afrika der Fall ist. Ja? Wenn Sie sich denken, wie Bobitoa zum Beispiel, der ist ein kleiner Nationalpark, der ist von einem dicht besiedelten Gebiet umgeben mit Dörfern und kleinen Siedlungen. Da gibt es 2 Nashörner, die Population geht auch langsam hoch. Und die haben 160 Ranger, die dort arbeiten. Ja, die arbeiten natürlich nicht alle gleichzeitig, die haben Tag- und Nachtschicht und so weiter. Aber da sind sehr viele Stiefel involviert. Und das ist in Südafrika oft nicht so oder in Südafrika allgemein nicht so. Und das ist auch, glaube ich, so ein Teil des Erfolges in Indien, dass das Verhältnis, dass die Zahl der Ranger pro Quadratkilometer höher ist, als das in Afrika oft leicht der Fall ist. Aber das Hauptproblem in Afrika ist die Korruption, die es natürlich ab und zu in Indien auch gibt, aber nicht in dem Ausmaß, leider, wie sich das in Afrika so eingespielt hat. Besonders in Südafrika, muss ich sagen. Ja. Hier nochmal eine Frage zum Nashorn selbst. Stimmt es, dass Nashörner extrem schlecht sehen können? Können sie wenigstens besser hören? Ja, sie können gut hören und riechen auch sehr gut. Ja? Also wenn ein Nashorn auf einem zukommt, nicht wegrennen, sondern stehen bleiben. Dazu braucht es natürlich Charakterstärke. Und wir hoffen, dass wir alle nicht in dieser Situation uns irgendwann mal befinden. Aber wenn sie einem sehen und ausgemacht haben, dann, wir sind nicht so schnell wie die Nashörner. Also sie verlassen sich meist, vor allen Dingen zum Beispiel das Spitzmaulnashorn sieht ganz schlecht. Ja? Die Panzernashörner sehen ein bisschen besser. Und also wir sind nicht schnell genug, wenn wir keinen Baum haben, auf den wir dann draufklettern können, hat man schlechte Karten und deswegen werden leider auch in Indien immer wieder Ranger bei dem Schutz der Nashörner von den Nashörnern angegriffen. Sie sehen hier in dem Bild, das sowohl Nils als auch ich hinter uns haben, dieses Gras, das sehr hoch ist. Es ist Elefantengras, es ist sehr hoch. Die Tiere kommen abends oft mehr raus aus diesem Gebiet, um zu grasen, aber sind auch oft in diesen Gebieten drin und dann sieht man sie natürlich nicht. Und wenn man dann aus Versehen an einer Mutter mit einem Kalb vorbeiläuft, will sie ihr Kalb beschützen und geht dann auf die Ranger los, die sich dann in alle Richtungen verteilen und aber die suchen sich dann einen aus und dem gehen sie hinterher. Also es ist ganz besonders ärgerlich, wenn die Leute, die ihr Leben dem Schutz dieser Tiere gewidmet haben, ab und zu platt gemacht werden oder verletzt werden. Das ist besonders traurig und deswegen sehen wir es auch als wichtig an, dort aktiv zu werden und zu helfen. Zum Gehör tatsächlich, habe ich neulich was Spannendes gelesen. Zum Thema Afrika, weil du auch gerade sagtest, dass die Spitzmaulnashörner eben nicht so gut hören. Nicht so gut sehen, genau. Dass diese Madenhacker, die auf den Nashörnern drauf sitzen, teilweise Warnrufe abgeben für das Nashorn, wenn sich Menschen nähern. Auch eine spannende Sache dieser Symbiose. Zum einen entfernen sie da so ein bisschen die Parasiten vom Rücken und wenn jemand kommt und ihr geliebtes Nashorn stören will, dann geben sie auch schon mal Bescheid und geben Warnruf ab. Also auch hier gibt es Mittel und Wege, das Hörgerät der Natur, wenn man so will. Sehr schön.
Wir haben Christopher wieder hier, unseren 11-jährigen Freund. Er fragt, was passiert, wenn Ranger auf Wilderer stoßen und Verstärkung brauchen? Wie läuft das? Sie haben alle Walkie-Talkies und Handys in der Tasche. Aber wenn patrouilliert wird, ist das normalerweise schon in einer Größe, wenn man besonders auf einen Wilderer, wenn man einen Wilderer sucht. Wenn man zum Beispiel gehört hat, dass Wilderer irgendwo im Nationalpark unterwegs sind, Christopher, oder wenn es leider passiert ist, dass ein Tier getötet wurde und man dann nach dem Täter sucht, dann sind das normalerweise nicht nur ein, zwei, drei Leute, die dann suchen, sondern eine größere Mannschaft. Manchmal kommt es dann leider zum Austausch von Schüssen. Aber unsere Hunde sind so gut wie nie involviert. Also die Idee ist, wenn der Hund merkt, dass der Wilderer irgendwo in der Nähe ist, dann zeigt der das von seinem Verhalten her an und der Hundeführer kann interpretieren, in welcher Richtung und wie weit, wie der Hund das anzeigt. Und der gibt diese Informationen dann durch Handzeichen an die Ranger weiter und bleibt stehen und dann gehen die Ranger nach vorne. Wie gesagt, wir sind nicht bewaffnet und die versuchen dann, den Mann festzunehmen. Oder die Männer, sind oft zwei oder drei Wilderer, einen Scharfschützen und ein, zwei andere Leute, die dabei sind. Die festzunehmen. Und die Bemühung ist natürlich, dass, wie auch bei der Polizei in Deutschland oder sonst überall, dass das halt so schnell und so effektiv wie möglich geschieht. Aber leider ist es, wie gesagt, bei der Polizei, auch in Deutschland und auch bei uns in England ist es, und in Amerika ist es halt leider nicht immer, geht es halt nicht immer glatt. Ja, diese Frage finde ich in diesem Zusammenhang noch ganz interessant in Bezug auf Technik. Und wir erleben ja in der heutigen Zeit, dass die Technologie, auch die Automatisierung immer mehr Rollen und Aufgaben in unserem alltäglichen Leben übernehmen kann. Wie sieht es aus mit Drohnen, mit Wärmebildern? Gibt es Möglichkeiten, mit technischen Unterstützungen auch den Nashornschutz noch besser, noch effizienter zu gestalten? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Drohnen ist auch was, worüber wir uns unterhalten haben. Und zwar zwei Typen. Große Riesendrohnen darf nur die Nationalparksverwaltung einsetzen. Das wird auch untersucht, aber es gibt ja auch so kleine Taschendrohnen, die man um auf Nummer sicher zu gehen, wo die Leute sind, wenn es dann zu einer Konfrontation geht oder auch um einen Ranger-Post oder um ein besonderes Risikogebiet, zum Beispiel während der Überschwemmung, möchten wir auch gerne das nächste Mal auf unserem nächsten Besuch nach Assam kleine Drohnen mitbringen, die Hundeführer in der Tasche haben können. Wenn man nicht so genau weiß und das Gras ist hoch und die Vegetation ist dicht, so wie in dem Dschungelbild, das Sie vorhin gesehen haben, dass man dann mal von oben gucken kann, dann je mehr man weiß, umso sicherer ist es für alle Beteiligten. Ja, ja, spannend, auch diese Dimension. Eine gute Frage. Hier eine Frage, die sich so ein bisschen an den erweiterten, Naturschutz wendet, wenn eigentlich alles schon zu spät ist. Ich zitiere, was halten Sie von der Konservierung von genetischem Material zur Bewahrung der Biodiversität? Der Zoo in San Diego hat Bemühungen angestellt zum Schutz des Nashorn. Nee, den muss ich nochmal lesen. Der Frozen Zoo San Diego, falls alle Bemühungen zum Schutz des Nashorn nicht erfolgreich sind. Na, ich denke, es ist klar, auch wenn hier jetzt vielleicht ein kleiner Tipper mit drin ist. Okay. Ja, also ich denke, es ist ein Armutszeugnis für uns, wenn wir die Tiere nicht schützen können. Es ist so wie in China mit dem Panda-Bär. Die größte Menge von Panda-Bär-DNA ist in Gefrierschränken in China.
wenn wir das natürlichen Lebensräume der Tiere nicht schützen können, sind wir auf verlorenem Posten. Weil selbst wenn wir dann das genetische Material haben, denke ich, die Hauptbedrohungsquellen sind Lebensraumverlust und Nachfrage. Der Lebensraumverlust wird sicher nicht zurückgehen, wenn wir uns nicht ordentlich einsetzen. Und dann haben wir nirgendwo mehr, wo wir die Tiere aussetzen können. Selbst wenn wir dann irgendwo noch mal irgendwo ein Nashorn, das ausgestorben ist, herzaubern können, wo soll es denn hin? Dazu kommt noch, dass die Nashörner und ja Teil eines Ökosystems sind, wie die Elefanten und die Tiger und die Vögel und Insekten und Fische und Schildkröten, die es dort gibt. Und das sind ja alles Lebenserhaltungssysteme. Das heißt, es sind keine Zierprodukte, die halt so schön rumstehen, damit wir uns an ihnen freuen können, sondern die machen ein Ökosystem aus, das Gebiet lebendig am Leben erhält. Das heißt, wenn wir das zerstören, immer weiter, und der Artenschwund nimmt immer schlimmere Ausmaße aus und geht immer schneller, wenn wir dem nicht durch die Einschränkung unseres eigenen Verhaltens Einhalt gebieten können, sind wir selber auch verloren. Das heißt, wir sägen an dem Ast, auf dem wir selber sitzen. Es gibt ja auch in Norwegen diese Samenbank, die dort für immer die pflanzliches genetisches Material für die Zukunft schützen soll. Das ist ja auch gut. Also als Sicherheit vielleicht schon. Ich mache mir nur Sorgen darüber, wo die Tiere dann wieder ausgesetzt werden sollen. Weil man kann ja nicht, was so leicht passiert wo man aufpassen muss, glaube ich, beim Artenschutz und beim Naturschutz, dass man nicht sagt, ah ja, wir haben ja noch 500 von denen oder wir haben ja noch 100 von denen oder vielleicht noch 20.000 von denen, dass man sich wegbewegt von der ökologischen Funktion einer Art und so sagt, ja, es gibt ja noch, wie so in einer Briefmarkensammlung, es gibt ja noch ein paar. Es gibt aber nicht mehr genug, damit sie ihre ökologische Funktion in den Ökosystemen wahrnehmen können. Und darin liegt das Risiko. Und wir sind die Einzigen, da wir die Ursache dieser Problematik sind auch die Einzigen, die das lösen können. Den Nashörnern ging es gut ohne uns. Wir müssen unser Verhalten ändern in Bezug auf die Nachfrage nach Nashorn und was Indien auch forciert macht, durch die Sicherung von genug Lebensraum, damit die Nashörner irgendwo haben, wo sie ein Zuhause haben, in dem sie leben können. Und das, wie Sie sich vorstellen können, in einem dicht besiedelten Land wie Indien und gerade in diesem Bereich Indiens, wo die Böden sehr, sehr fett sind und reichhaltig sind, wo es daher auch für landwirtschaftlichen Anbau sehr viel Nachfrage gibt, hat man da als Politiker Kopfschmerzen. Denn das eine geht nicht, lässt sich nur bedingt mit dem anderen vereinbaren. Irgendwann kommt man gegen eine harte Grenze. Aber so weit, so gut. Jetzt mit Indien, mit den Nashörnern und so weit klappt es noch. Aber Sie haben natürlich recht, global gesehen sieht es nicht gut aus. Aber wir müssen die Linie halten für die Natur, nicht nur für bestimmte Arten und nicht nur für Tiere in Zoos und nicht nur für Tiere irgendwo in Flüssigstickstoffbehältern, wo ihr genetisches Material aufbewahrt ist. Das eine, das ohne die Natur, ohne intakte Natur nützt uns das auch nichts auf die Dauer. Ja, die Forschung geht natürlich in diesem Bereich immer weiter. Ich habe vor kurzem in den Medien noch vernommen, dass es ein Startup aktuell gibt, was auch versucht, Mammuts wiederzubringen. Und das sind natürlich Forschungsvorhaben, die vielleicht eher dem Prestige wegen auch durchgeführt werden und weniger dem Naturschutzerfolg, aber das sei an dieser Stelle mal dahingestellt. Eine weitere Frage. Stimme ich dir zu.
Wir haben große Probleme. Wir brauchen nicht nur irgendwelche Arten, die schon vor was weiß ich, wie viele tausend Jahren ausgestorben sind. Wir kommen mit dem Schutz derer, die es noch gibt, nicht zurecht. Ja, vor allem ist es an der Stelle manchmal frustrierend zu sehen, wie viele Millionen dann in solche Projekte auch gesteckt werden, und wie viele Millionen, in Schutzgebieten dann teilweise auch fehlen, um Naturschutzarbeit eben noch besser gestalten zu können. Ich habe hier noch eine Frage für dich, zum Horn der Nashörner. Vielleicht ausgehend auch zu dieser Anfangsfrage, die wir Ihnen gestellt haben. Wir haben diese Nashörner ja verglichen, die afrikanischen mit den asiatischen. Und ich zitiere, das Horn des Panzernashorns erscheint mir deutlich kleiner als das der beiden afrikanischen Arten. Erstaunlich, dass bei Wilderern es dennoch so begehrt ist. Welche Preise erzielen Sie damit? Ich glaube, du hast schon ein bisschen über Preise auch gesprochen. Tatsächlich sind ja die Hörner der afrikanischen, erstmal haben sie zwei und dann sind sie auch noch ein bisschen länger. Da ist ja einfach ein bisschen mehr zu holen, oder? Ja, ein bisschen mehr zu holen, aber asiatische Horn von asiatischen Nashörnern ist in der Tat begehrter bei Konsumenten als das Horn afrikanischer Nashörner, weil es dichter ist und konzentrierter. Und von daher wird, also es macht nicht viel Unterschied, aber wenn ein Konsument in Vietnam die Wahl hätte zwischen, was weiß ich, 20 Gramm Breitmaulnashorn und 20 Gramm oder Pfund Nashorn von einem Panzernashorn, dann würden sie das asiatische Horn nehmen, obwohl es kleiner ist. Es ist. So sind wir halt, wir Menschen. Ne? Je seltener was ist, umso mehr wollen wir es. Ja. Also ein bisschen kontra-indi, wie sagt man, Nils, hilf mir mal aus mit dem Deutschen. Ich lebe in England, ich kann gar kein Deutsch mehr. Müssen Sie mir nachsehen. Ja. Bitte, ich bitte um Ihre Verzeihung. Wie heißt das? Also es ist irgendwie counterintuitive. Wie sagt man da? Das ist eben nicht intuitiv, würde ich einfach sagen. Ja. Ja. Ja, aber gut aufgepasst, das Horn ist sehr viel kleiner. Ja. Ja, also es ist jetzt 18:50 Uhr. Laut Plan bin ich jetzt angehalten, die letzte Frage zu stellen. Wir haben nicht annähernd alle Fragen beantworten können. Und an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für all diese ganzen Fragen, die wir hier von Ihnen gestellt bekommen haben. Auch interessant, dass wir in diesem Webinar auch wieder den Vortrag relativ kurz gehalten haben, viel Platz für Fragen gelassen. Und ich habe das Gefühl, so konnten wir auch mal über Themen sprechen, die in einem klassischen Vortrag über Nashornschutz auch nicht fallen würden und Ihnen vielleicht auch etwas an Informationen mitgeben, die Sie nicht auf jedem Eintrag einer Naturschutzorganisation im Internet finden können. Nun muss ich mal genau gucken, wenn ich diese allerletzte Frage stellen würde. Das sind nämlich noch so viele spannende Sachen hier, würde ich, Barbara. Vielleicht noch hier eine Frage zu den Hunden. Kommen die belgischen Schäferhunde direkt aus Belgien und Deutschland oder werden sie direkt in Indien gezüchtet? Was passiert mit den Hunden, wenn sie in Rente gehen? Werden ausschließlich belgische Schäferhunde genutzt oder auch deutsche? Die Hunde kommen, unsere Hunde kommen alle aus Indien, wo die Art sehr viel seltener ist als hier in Europa oder in den USA. Die Hunde, diese Rasse wird auch bevorzugt bei der Polizei genutzt und auch also international. Und auch in Indien werden die Hunde, die es gibt, oft von der Polizei und vom Militär gekauft. Das heißt, wir mussten uns deswegen konnten wir wollten halt auch auf Nummer sicher gehen und haben uns deswegen schon die kleinen Welpen ausgesucht, damit wir von Anfang an Kontrolle hatten darüber, wie die Tiere behandelt werden. Ja, sind sehr, sehr viel seltener in Indien. Wir mussten die ersten Welpen natürlich mussten wir kaufen. Die Tiere arbeiten wie in Deutschland etwa bis zum Alter von 8 Jahren. Werden dann den Rest ihrer Zeit entweder bei den Familien der Hundeführer oder bei Leuten, die in der bei unseren Partnern arbeiten, wie zum Beispiel dem Chef,
Herrn Taluk, Dr. Talukta, werden da, können dort ihren Lebensabend in Ruhe verbringen und werden freundlich versorgt als Haustier. Das ist mir auch persönlich ganz wichtig und auch der Stiftung ganz wichtig, dass diese Hunde nicht verbraten werden, sondern dass man sich dann auch um sie kümmert, wenn sie zu alt sind, um effektiv zu arbeiten. In Deutschland ist es ja auch so bei der Polizei, dass die Hunde dann bei ihrem Hundeführer bleiben. Das ist ein bisschen problematisch hier, weil die Hundeführer ja natürlich wie in Kasernen oder wie so in so einem Ranger-Hauptquartier wohnen. Aber die Hunde werden, bisher gab es das nur einmal, werden adoptiert. Es gab einen Hund, der in Rente ging, ein Männchen, und der lebt jetzt bei Herrn Talukta, der auch einen ganz kleinen, winzigen Hund hat, und irgendwie vertragen die sich, was mich wundert. Also belgische Schäferhunde sind agiler und leichter als Schäferhunde und haben auch diese Hüftprobleme nicht so, die Schäferhunde oft haben, wenn sie nicht so überzüchtet. Und können auch die Hitze besser vertragen. Und daher eignet sich die Art sehr gut auch von ihren natürlichen Instinkten her. Also die Hunde werden, um die Hunde kümmert man sich, sonst würden wir da eingreifen. Es ist auch gar nicht, also da brauchen wir auch gar niemanden zu überreden. Die Hunde lieben, die Hunde sind geliebt und geschätzt und die werden gut versorgt. Machen Sie sich da bitte keine Sorgen, aber ich finde es eine nette Frage. Sehr schön, dass Sie sich da auch drum Sorgen gemacht haben. Ja, vielen Dank für diese Frage. Vielen Dank für all Ihre Fragen. Wie gesagt, werden wir uns bemühen, die weiteren Fragen noch zu beantworten. Wenn ich das richtig auf dem Zettel habe, dann finden wir einen datenschutzkonformen Weg, in dem die Fragen einfach anonym von uns nochmal formuliert werden auf einer Webseite und dann die Fragen dazu beantwortet. Und wenn Sie auch weiterhin Fragen haben zum Nashornschutz, dann kommen Sie mit uns in Kontakt. Frau Dr. Barbara Maas ist für Sie zur Stelle und natürlich auch unsere anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch wenn es um organisatorische Fragen geht, wenn zum Beispiel auch um Fragen geht, wie können Sie uns unterstützen? Wir haben die Nashorn-Patenschaft, bei der viele von Ihnen, die jetzt zuschauen, vielleicht auch schon Mitglied sind oder vielleicht jetzt auch Interesse gewonnen haben. Da finden Sie auf unseren Seiten die entsprechenden Informationen zu. Auch direkte Spenden sind natürlich möglich. Bevor wir uns verabschieden, haben wir noch eine Frage an Sie. Und zwar möchten wir gerne von Ihnen wissen, welche Themen für Sie denn noch von Interesse sind. Möchten Sie künftig weiterhin Einladungen zu unseren Webinaren erhalten? An welchen Themen sind Sie besonders interessiert? Klimaschutz, Artenschutz, Vogelschutz. Wenn Sie kein Interesse haben, ist das auch okay. Dann würde ich sagen, Gratulation, dass Sie bis hierhin durchgehalten haben bei unserem Webinar. Aber ich sehe, es ist doch wirklich Interesse da am Artenschutz im Allgemeinen, Vogelschutz auf Rang 2, Klimaschutz auf Rang 3. Ich denke, Artenschutz wird hier Kanzler oder Kanzlerin in unserer Umfrage. Und das ist für uns ein gutes Feedback. Dann wissen wir, in welchen Bereichen wir Ihnen auch zukünftig Webinare anbieten können. Barbara, an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz großes Dankeschön für deinen tollen Vortrag. Ich weiß, es ist gerade viel los auch in deinen Projekten und du musst das hier noch irgendwie hineinquetschen. Umso toller, dass das hier so bildhaft und mit so viel Liebe geschehen konnte. Vielen Dank. Ja, ich freue mich, dass Sie hier den Abend mit uns verbracht haben. Und Nils, danke. Und Karin auch für die schöne Moderation. Und wie gesagt, ohne Ihre Hilfe können wir diese Arbeit nicht fortführen. Und ich bedanke mich für Ihre Zeit und Ihre Unterstützung. Und hoffe, dass wir vielleicht von Ihnen hören. Ja, auch allen Zuschauern, die noch auf Facebook zugeschaltet haben. Sie haben jetzt nicht die Möglichkeit gehabt, Fragen zu stellen, aber vielleicht hat es Ihnen trotzdem gefallen. Und wir freuen uns über Ihr Interesse und auch auf zukünftige Webinare, vermutlich zum Thema Artenschutz. Wir werden es sehen. Und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.